Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir basteln hier gerade herum mit den Ampelphasen, um die Stauprobleme hier zu lösen. So, wir müssen jetzt mal die hier noch anpassen, weil von hier jetzt da deutlich mehr Verkehr kommt. Da gehen wir rauf auf 8 bis 14, liefern da ein bisschen mehr Zeit, um das alles zu managen. Gleichzeitig werden wir hier die Straße upgraden. Ja, genau so wollte ich das. So, ihr dürft hier hinfahren und ihr dürft hier hinfahren. Ansonsten ändert sich hier nichts. Die ist nur zum Abbiegen da. Damit teilen sie sich hoffentlich mehr auf die zwei Spuren auf. Aber bitte keine Spurwechsel hier. Das überlegt sich vorher, wo sie hinfahren. Ah, okay, doch, wir lassen hier Spurwechsel zu. Damit. Okay, komm. Damit es für die einfacher wird. Und wir hier jetzt nicht unbedingt eine Ampel brauchen. Die machen sich das jetzt selber. Hier habt es eine vorangegebene Tafel. Trotzdem hauptsächlich die rechte Spur, die sie verwenden wollen. Aber damit sollten hier die Stauprobleme hoffentlich beseitigt sein. Ah, hier immer noch. Verdammt. Warum will keiner die rechte... Wo fahrt sie eigentlich alle hin? Wo fahrt sie eigentlich alle hin, dass sie diese Spur verwenden wollt? Die biegen doch eh alle ab. Also die ordnen sich die schon ein, um hier hinzufahren. Ah, sieht so aus. Warte, aber der, die hier zum Beispiel nicht. Da sind einige dabei, die das nicht tun. Wir verfolgen den jetzt mal. Das ist das Model X. Boah, gerade noch ausgegangen. Phase ist schon kurz, die müssen wir wohl ein bisschen verlängern. Dafür machen wir die andere fürs Geradeausfahren ein bisschen kürzer, weil das eh sehr wenige sind. Naja, hat dann hier die Spur gewechselt, um darüber zu fahren. Das ist irgendwie ziemlich bescheuert. Warum fahrt er nicht gleich schon hier rüber? Wir werden jetzt so diese Ampelphase verringern auf 6 bis 10. Wie schauen wir aus mit der hier? Die ist eigentlich auch zu lang. Die machen wir auf 4 bis maximal 10. Aber da kommen nicht viele Autos für diese Richtung. Zumindest nicht von hier, wird jetzt alle hierher fahren. Und stattdessen verlängern wir die letzte Ampelphase hier auf 8 bis 16, je nachdem wie die Verkehrslage aussieht. So, reicht das hier? Das reicht, okay. Perfekt. Ein Kreisverkehr könnte man daraus auch machen. Das wäre vielleicht noch besser, würde man sich eine Ampel komplett sparen. Ein Kreisverkehr. Aber so mehrspurige Kreisverkehre sind auch immer scheiße. Wir lassen es mal, wie es ist. Es funktioniert. Never touch a running system. Kreisverkehr hat wieder so seine anderen Eigenheiten. Was mir nicht gefällt ist... Ja, das wird aber nicht besser. Was mir nicht gefällt ist, dass wir hier so einen harten Winkel haben. Wir hätten die Straße doch wieder so rübergehen lassen sollen. Das können wir ja auch machen, das werden wir auch machen. So, wir machen das jetzt neu. Das wäre...
Wir machen das jetzt neu. Ganz einfach. So. Weil damit hat man einen viel besseren Winkel, weil da abbiegen tut ja eh keiner. Das ist eh unnötig. So. Das heißt, du fährst dahin, du fährst dahin, du fährst nur hier hin. Du fährst nur dahin und damit sind wir wieder fertig. Die Ampel, wäre cool, wenn wir die einfach hätten kopieren können. Jetzt müssen wir es wieder neu machen. Aber wir wissen ja noch nicht, wie es gegangen ist. So. Die hier ist... Ja, okay. So, Schritt 1. Für 4 bis 10 Sekunden habt ihr hier grün. Da können ja die auch schon grün haben. Ich bin auch ein Genie. Die können ja eh grün haben währenddessen. Die schneiden sich ja nicht. Dann machen wir hier raus... Nein. Mann. So, machen wir hier raus eine 8 bis 16, je nach Verkehrsaufkommen. Für die hier machen wir so. Von 5, ja 5 bis 10 passt schon. Und dann lassen wir noch die Fußgänger drüber gehen. Für 1 bis 4. Da werden nicht viele Fußgänger unterwegs sein, das ist eigentlich fast unnötig. Und damit sollte das eigentlich passen. Was wir noch machen müssen... Die Linien hier werden wir entfernen. Warum sind die überhaupt da? Wer hat diese... Hä? Haben wir die Linien hier gezeichnet? Why? Egal. Das sollte hier sämtliche Stauprobleme lösen. Die haben hier jetzt einen viel besseren Winkel zum Kurvenfahren und können damit mehr Kurvengeschwindigkeit mitnehmen. Und das sollte auf jeden Fall den Verkehrsfluss positiv beeinflussen. Spurwechsel ist hier trotzdem nicht drin. Mist, hier müssen wir es aber lassen. Hier müssen wir es lassen, sonst weiß ja keiner, wo hinfahren muss. Camaro. Charger. Und damit sind hier die Stauprobleme erstmal gelöst. Da bahnt sich ein bisschen was an, aber das ist bei der Grünphase dann gleich mal alles weg. Geht's ja jetzt aus. Hier staut es sich auch ein bisschen, das geht sich aber auch aus. Kommen auch alle drüber. Hier geht's auch. Perfekt. Ha. Wir haben die Verkehrsprobleme hier mal in dem Bereich gelöst. Und da holt schon wieder keiner den Mist ab. Wo ist der fucking Müllwagen? Hier sind drei im Einsatz, aber wo sind die? Unglaublich. Oh, dafür haben wir hier teilweise ein bisschen einen Rückstau manchmal. Ah, okay, auch nur kurz, das passt auch. Also hier haben wir auch eine Abfahrt gemacht, das funktioniert jetzt alles wunderbar. Alle kommen immer schön drüber. Perfekt. Problem ein für alle Mal gelöst. Im Gegensatz zu dem hier, das was noch immer nicht gelöst ist. Also das hat trotzdem nicht wirklich Wirkung gezeigt, weil immer noch alle hier rein wollen. Man bräuchte irgendwie eine bessere Möglichkeit hierher zu kommen, als über die Autobahn. Weil wenn man schaut, alle die hierher kommen, kommt wahnsinnig viel hier von der Autobahn ran. Vor allem von hier unten. Da kommt das meiste daher. Wie bringen wir die hier rein? Sollte man hier einfach eine Ausfahrt machen? Ist halt auch blöd. Vor allem, weil sich hier dann... Ich meine, wir können es mal ausprobieren, aber ich fürchte, die Idee ist nicht gut. Vor allem, was sehr einseitig ist. Darf nur in eine Richtung gehen hier.
die Anbindung und wir probieren das jetzt einmal aus. Die Abfahrt kommt hier. So. Wollen wir mal sehen, was jetzt passiert, wenn wir das machen. So. Tück. Linienführung wieder nachbauen. Gut, das hilft jetzt da relativ wenig, weil die meisten, die hier rein wollen, von hier drüben kommen. Das bringt eigentlich gar nichts jetzt da. Oder fast nichts. Das ist ziemlich witzlos. Es wird ein bisschen was aufnehmen von dem Stau hier. Aber wenn man sich das anschaut, die Leute, die hierher wollen. Da kommt ja kaum jemand durch hier. Von hier, für hier vielleicht jetzt, aber von da, für hier die Gegend und so, das bringt eigentlich kaum was. Von hier oben will ja eigentlich niemand daher. Die wollen alle von da herunten. Das heißt, man müsste das eigentlich hier rüber bauen. Das kann man auch probieren. So mal an. Right. Falsch. Den wollen wir haben. Falsch. Also schließlich eine Auffahrt. So. Okay. Na, das verwenden jetzt schon deutlich mehr. Schön, dass immer ein Licht angeht, wenn wir die Linien nachzeichnen. Das machen wir sehen. So, das passt sicher nicht. Nein, natürlich nicht. Genauso wie die hier. Das ist auch völlig daneben. Okay, das wird schon deutlich mehr genutzt, wie man sieht. Also, die Leute von hier. Oh ja, da kommt deutlich mehr jetzt daher und hat sich. Hey, vielleicht haben wir jetzt das Problem endlich gelöst, solange wir hier jetzt nicht die Schwierigkeiten kriegen mit zu viel Verkehr. Weil es ja doch einiges sein kann, was jetzt da daherkommt. Und dass wir auch hier jetzt nicht zu viel Stau bekommen. Sonst müssen wir gegebenenfalls hier upgraden auf zwei Spuren. Zumindest in die eine Richtung. Aber vielleicht haben wir jetzt das Problem gelöst. Also hier, man sieht, oh, keine Autos mehr. Ganz eine neue Ansicht einmal. Wenn jetzt alle hier abfahren. Das heißt natürlich, es
erhöht ein bisschen die Last jetzt auf das Autobahnkreuz hier, weil viel mehr geradeaus fahren werden, weil alle, die was vorher da abgefahren sind, oder sehr viele davon, fahren jetzt hier geradeaus. Funktioniert aber immer noch, vor allem die rechte Spur wird ordentlich belastet werden. Ich merke das schon, wie das hier zunimmt und zunimmt und zunimmt. Möglicherweise brauchen wir für diese Ampelphase hier jetzt eine längere. Oh ja, das brauchen wir definitiv. Wir müssen die Ampelphase hier verlängern. Welche ist das? Das ist die hier. Die geht jetzt von 5 auf 8 bis 2, statt 10 auf 12. Also man kann die Linie hier scheinbar schon irgendwie unterbrechen lassen. Interessant, wie das geht. Okay, keiner mehr da, auch gut. Hier ist dafür ziemlich viel Stau gerade. Verlängern wir vielleicht die auch noch einmal. Das war dann die hier. 8 auf 8, 15. Wow, okay, dann machen wir 10 draus. Wobei das nur die Mindestzeit ist. Oh Mann, da tut sich einiges. Das Autobahnkreuz ist schon ziemlich an seiner Leistungsgrenze. Boah, okay, jetzt fahren hier wirklich viele ab. Gut, das heißt, dieses ganze Special Trara, was wir gebaut haben, ist jetzt gerade etwas obsolet worden. Wobei, da kommen eh schon wieder ein paar Autos. Mal schauen. Vielleicht nicht ganz so obsolet, wie ich gerade noch dachte. Haben wir die Ampel hier gemacht? Nö, okay. Das ist eine normale Ampel, deswegen ist natürlich nicht so optimal. Naja, wenn ich hier die Geschwindigkeit anpasse, ändert sich das dann auch hier? Nö, da leider nicht. Schade. Das wäre noch ein cooles Detail, wenn sich das hier auch mitändern würde. Ja, die haben hier so einen krassen Radius zum Abbiegen. Das ist ein Problem. Das behindert den Verkehrsfluss ziemlich. Ich meine, das geht jetzt halbwegs. Das ist immer, es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden jetzt. Wie schauen wir eigentlich aus mit Bildung? Das passt auch, das passt auch, okay. Ah, Bibliothek ist ein bisschen schwach, aber... Hui, hier haben die gar keinen Zugang, hier auch nicht, Junge. Können wir irgendwo eine Bibliothek noch hinknallen? Hier hin? Mal schauen, ob die Leute das nutzen. So. 68, 69%. Ah, nice. Das heißt, wir haben den Verkehrsfluss wieder deutlich erhöhen können durch diese paar kleinen Upgrades. Hier dürfte es auch laufen eigentlich. Gut genug zumindest. Ein bisschen zähflüssiger, was geht. Boah, jetzt kommen gerade viele daher. Die Frage, ob man hier nicht doch eine Ampel einsetzen sollte. Wir setzen mal eine ein und schauen, was passiert. Ich hoffe, wir müssen hier die Straße nicht upgraden, sonst müssen wir da wieder alles ein bisschen umschichten. Umschlichten. Gott, die Krematorien hier
sind nicht zu viele, die haben alle nur zwei Autos in Gebrauch. Wobei, das ist fast die Hälfte. Gut, Freunde, aber damit war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.